Machen wir. Lara, du bist drauf. Ja, Moin! moin, hi. Ja, Lara, 12:0 Punkte, Tabellenführer, Meisterrunde. Besser kann es gar nicht laufen. Habt ihr euch das erträumt oder war das auch ein Stück weit Erwartung? Also erwartet haben wir das, glaube ich, nicht. Also, weiß nicht, ich finde das auch irgendwie schwer, sowas irgendwie zu sagen, weil im Handball ist ja irgendwie so viel möglich. Man kann ja auch jetzt nicht irgendwie sagen, wir gewinnen die Dinger. Also, wie oft hat man das schon gesehen, dass da so unerwartete Sachen passiert sind? Natürlich wussten wir, dass wir einen guten Kader haben, dass wir eine gute Qualität haben. Aber ja, also wir freuen uns natürlich, also so ist das nicht, aber ich glaube, erwartet ist das jetzt auch nicht. Ja, 12:0 Punkte ist natürlich ein hervorragender Wert. Besser geht es nicht und klar, als Tabellenführer habt ihr auch die Aufstiegsrunde erreicht. Was sind denn jetzt eure weiteren Pläne? Wie soll es weitergehen? Also Pläne haben wir so nicht. Also natürlich wollen wir gerne oben mitspielen, ist ja klar. Also da haben wir auch Bock drauf. Also ich glaube, unser Ziel ist oder unsere Pläne sind halt oben mitzuspielen, aber so mehr haben wir uns bis jetzt auch noch nicht so richtig vorgenommen. Habt ihr euch nicht vorgenommen, also wollt ihr quasi einfach mal abwarten, was auf euch zukommt. Ja, es stehen ja auch erstmal wichtige Spiele an, jetzt auch Sonntag erst Derby gegen Lindewitt. Da, wo wir gerne auch natürlich die wichtigen Punkte mitnehmen wollen. Und Lauenburg kommt ja auch erst im Dezember. Und ich würde jetzt nicht vorschnell irgendwie schon was sagen. Deswegen natürlich erstmal abwarten und mal gucken, was kommt. Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir oben mitspielen können. Habt ihr euch denn irgendwie besonders auf das Derby vorbereitet? Oh, Derby ist ja auch immer noch mal, die Stimmung ist ja natürlich auch noch mal anders bei einem Derby. Also wir wollen natürlich unser Ding machen, unser Ding durchziehen, das spielen, was wir können und natürlich zeigen, dass wir taff sind und auch in der eigenen Halle ist natürlich auch noch mal geil, ein Derby zu spielen. Ja. Ja, wie gesagt, auch schon die Saison sehr, sehr gut gestartet. Wie wollt ihr euer persönliches Niveau halten? Also wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, dass wir auf jeden Fall unsere Konzentration, unsere Konsequenzen ein bisschen steigern wollen. Wir hatten jetzt einigen Spielen, hatten wir Phasen, wo die Konzentration ein bisschen nach unten gegangen ist. Und da haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen, dass wir das ein bisschen anziehen wollen, damit wir erst gar nicht in diese Phasen kommen, wo wir ein paar Tore Vorsprung wieder weggeben müssen. Und ich glaube, wenn wir dem nachkommen, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Wie ist denn so generell eure Stimmung in der Mannschaft derzeit? Also die Stimmung ist eigentlich echt gut, ob das jetzt beim Training ist oder bei den Spielen oder auf den Auswärtsfahrten. Die Stimmung ist eigentlich echt gut. Wir stehen uns alle richtig gut untereinander, haben echt viel Spaß und deswegen schockt das auch echt gut mit den Mädels. Ja, Spaß haben und dann auch erfolgreich sein, eine bessere Kombi kann man gar nicht haben, oder? Nee, also das ist echt. Schockt das auch echt. Die Stimmung ist ja, wie gesagt, echt richtig gut. Wir motivieren uns auch total. Und wenn mal irgendwas nicht gut gegangen ist oder irgendjemand mal einen schlechten Tag hatte, da wird er auch mit hochgezogen. Und dann, ja, das schockt halt einfach gut. Wir blicken jetzt mal an die Zukunft. Alles läuft so, wie ihr euch das vorstellt. Wie ist denn euer weiterer Plan? Wie könnt ihr euch das generell einfach vorstellen? Also da haben wir tatsächlich auch gar nicht so wirklich geredet, was wir denn Ja. jetzt machen wollen. Also wir wollen natürlich oben mitspielen. Also das ist auf jeden Fall ein Plan und ich glaube, das ist auch ein Ziel, dass wir da halt weiter oben mitspielen wollen. Aber so richtig in die Zukunft haben wir noch gar nicht geguckt. Ich glaube, wir gucken erstmal, wie es läuft und ob das auch so läuft, wie wir das gerne hätten und auch wie wir das vielleicht uns wünschen. Und dann, glaube ich, kann man dann erstmal gucken, wie es dann gleich nach der Hinrunde aussieht. Ja, Lara, vielen, vielen Dank. Das ist Lara Kohlhase von der HSG Terhab Wanderup. Schön, dass du heute mein Gast warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.